Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es ein What's on my Macs Video geben. Und zwar haben mich viele Leute von euch gefragt, ob ich nicht mal so ein Video machen kann, um zu zeigen, welche Apps ich so täglich nutze. Natürlich gehe ich darauf ein und mache deswegen mal für euch so ein kleines Video. Und ich denke mal, das dürfte auch ganz interessant sein, falls ihr für mich noch Vorschläge habt, weil dafür bin ich ja auch immer offen. Wie gesagt, viel Spaß beim Video. Die erste App, die ich wirklich jeden Tag nutze, und das wird viele vielleicht gar nicht so überraschen, ist Tweetbot. Das ist ein Twitter-Client, mit dem ihr zwischen allen Geräten hin und her synchronisieren könnt. Das heißt, wenn ich hier auf dem MacBook irgendwelche Tweets lese, bin ich, wenn ich das iPhone anmache und da Tweetbot öffne, genau an der Stelle, wo ich das Tweetbot hier am Mac beendet habe. Das geht sowohl zwischen Mac, iPad und iPhone ganz normal hin und her. Das finde ich sehr schön und davon gibt es jetzt auch eine iOS 7 Version, Tweetbot 3.0. Ich bin mal gespannt, wann das Update hier für Mac rauskommt. Was bei mir jetzt auch nicht so die Überraschung ist, ist die Adobe Creative Suite CS6. Die benutze ich wirklich teilweise jeden Tag, um irgendwelche Videoprojekte zu machen, Bilder zu bearbeiten, alles Mögliche. Und ich kann es euch echt ans Herz legen, egal ob der Preis ein bisschen höher ist als für andere Software, die man so bezahlen kann. Aber es gerade als Student mit dem Studenten- oder Schülerrabatt auch noch, ist das doch wirklich eine feine Sache mit Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Audition, was ich hier auch gerade zum Aufnehmen benutze und alles Mögliche. Also meiner Meinung nach immer noch so das beste Komplettpaket, was man sich in einer Videoproduktion wirklich vorstellen kann. Wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich dann doch so ein kleiner Spielefan und deshalb gehören jetzt auch Spiele zum fast täglich Brot. Das geht immer so ein bisschen abwärts, was Aktualität bei den Apps, die ich benutze, angeht. Auf jeden Fall Colin McRae 2, ein super Spiel, was es auch direkt im Mac App Store gibt. Könnt euch runterladen. Wie gesagt, mein Lieblingsspiel momentan auf dem Mac. Was ich auch noch habe, ist Portal 2, das als Steam-Version vom PlayStation damals, Race Driver Grid und Minecraft. Welches Spiel ich durch den Sale im App Store auch noch mitbekommen habe, ist The Cave. Ein wirklich spannendes Abenteuerspiel, was aber auch ein bisschen Denkvermögen fordert. Macht sehr viel Spaß, ich habe es jetzt erstmal so ein bisschen angezockt, aber so der erste Eindruck ist doch relativ cool. Eine simple Grafik, aber doch interessante Geschichte. Eine sprechende Höhle, ja, sehr interessant. Auf jeden Fall auch eines so der Apps, die ich momentan zocke. Ein Programm, was ich durch Studium leider auch nutzen muss, ist Parallels Desktop, also Windows 8 in einer emulierten Maschine für Softwareentwicklung. Auf jeden Fall ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich mir gedacht habe. Ich rede jetzt nicht von Windows 8.1, ihr kennt ja meine Meinung dazu, aber auf jeden Fall Parallels an sich ist echt eine schöne Sache, gerade auf dem MacBook Air, wenn man nicht Windows parallel als Betriebssystem installiert haben möchte, ist es doch eine feine Sache, einfach so zwischen Mac und Windows direkt hin und her zu switchen. Zum Schluss habe ich noch zwei kleine Clients, und zwar ist das einmal Carousel, da könnt ihr euch kleine Instagram-Fotos angucken. Posten geht leider nicht, aber ihr könnt sie liken, teilen, kommentieren, alles Mögliche. Ihr könnt sogar die favorisiertesten Instagram-Bilder oder Videos euch anzeigen lassen, natürlich euer eigenes Profil, dann noch die Likes, die ihr vergeben habt. Das geht nämlich leider nicht, man kann nicht sehen, wer wann was von einem geliked hat. Da gibt es keine Benachrichtigung und auch kein Fenster für. Aber ansonsten nutze ich das relativ häufig, wenn ich mal gerade nicht das Handy dabei habe, um mir auf Instagram halt die Bilder, die ich so abonniert habe, anzusehen. Die letzte App, die ich euch empfehlen würde, ist Memory Clean. Die macht auf dem iMac noch mehr Sinn als auf dem MacBook. Auf jeden Fall könnt ihr mit dieser App euren Arbeitsspeicherstatus überprüfen und bereinigen. Meistens ist es ja so, dass Arbeitsspeicher einfach nur inaktiv irgendwo rumliegt und ihr ihn praktisch nicht benutzen könnt. Und dieses Programm hilft euch dabei, immer im Auge zu behalten, wie viel Arbeitsspeicher gerade benutzt wird, welcher inaktiv ist und natürlich dann den Arbeitsspeicher bereinigen. Was dann ganz interessant ist, zu sehen, wie die 32 GB Arbeitsspeicher im iMac beim Benutzen des Videoschnitts rapide nach unten gehen und man dann wirklich nur noch ein paar MB frei hat. Man mag es gar nicht glauben, aber letzten Endes ist es so. Und jetzt liegt es an euch, schreibt mir doch mal eure Lieblings-Mac-Apps einfach unten in die Kommentare und was ihr mir auch so empfehlen würdet. Ich bin nämlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so der häufige Apps-Nutzer oder habe nicht so die Apps, die ich wirklich immer nutze. Das waren jetzt so meine Lieblingsteile davon. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.